kann ich dir etwas schenken und alles ist vergessen? Ich weiß, sie will eine Entschuldigung. Alice. Alice. Hä? Hörst du mir zu? Ja, alles gut. Okay. Also, diese eisige Stille. Mann, ich meine, ich würde meinen eigenen Geburtstag vergessen, wenn sie mich nicht erinnern würde. Du solltest dich einfach entschuldigen. Ich habe nur gesagt... Okay, was liegt an? Nichts. Wieso? Ich merke, wenn was nicht stimmt. Mir gehen Dinge im Kopf rum. Sag mir, wenn du darüber reden willst. Okay. Jupp, machen wir. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu The Last of Us Part 2. Wir sind unterwegs mit Ellie und Tommy. Was wir hier genau machen, weiß ich noch nicht. Gehen wir mal weiter. Das erste Mal live im Übrigen heute hier auf Trovo. Ja, einfach mal so als Test, wie es so läuft. Da sind Versprengte. Wie viele? Eine Handvoll. Okay, Respekt, Tommy. Willst du es probieren? Ach, auf die Entfernung echt jetzt. Naja. Bist du sicher? Bin heute großzügig. Ja, wie gesagt. Das Rote, versuch es zu treffen. Gut, um sie aus ihren Löchern zu locken. Sehr gut. Nice, ne? Hast du jetzt nicht gedacht, Tommy? Geräusche locken sie an. Wir sind auf Patrouille. Lass sie uns erledigen. Na bitte. Ich sehe noch welche. Ja, ich sehe auch noch welche. Erwischt. Ich mag das nicht. Lass mich doch einfach mal machen, Tommy. Das waren alle. Nice. Wenn du weiterschießen willst, meist gibt es dort noch mehr. Okay. Ja. Infizierte nehmen halt meistens kein Ende, ne? Die Horden halten sich im Winter gern in diesem Gebiet auf. Und sie lassen immer ein paar zurück. Sie nehmen jedes Jahr dieselben Routen? Ein Zugverhalten oder so. Ha. Huh. Warum wohl? Also... Wenn das Barometer eine bestimmte Temperatur erreicht... Ach, das ist auch nicht. Oh, der ging daneben. Sieht aus, als laufen sie den Hügel runter. Na? Hm. Ja, totes... Sieh hoch, dort bei dem Wagen. Sie fressen sich an dem Hirsch da satt. Sie haben wohl Hunger. Was? Tommy, ich will dir nicht zu nahe treten. Aber hier sind... Ach doch, hier. Okay. Hoch. Shit. Ich bin beeindruckt. Sieht gut aus. Da sind bestimmt welche. Ist da was beim Skilift? Schau da hinten hin. Unter den Gondeln. Am Turm. Siehst du's? Ja, das sind viele. Oh. Lass die Zeit. Alter.
Bin echt verdammt schwer zu treffen. Noch ein paar mehr. Was dachtest du denn? Drei noch. Eis? Du lernst echt schnell. Ja. Da sind noch ein paar. Gut gemacht. Eis. Warte, bis ich Joel davon erzähle. Ich sehe keine mehr. Nee, ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. Okay, gehen wir rein. Mal sehen, ob Joel zurück ist. Klar. Her damit. Hey, danke. Genau, was ich brauchte. Klar. Ladies first. Ich soll eigentlich nichts sagen, aber Joel macht sich Sorgen um dich. Gibt keinen Grund zur Sorge. Ja, ist wohl so. Aber wenn du nicht mit ihm redest, wird er glauben, dass was nicht stimmt. Ich rede mit ihm. Mehr als nur Hallo und Tschüss, okay? Okay, ich versuch's. Wieso, wir reden doch mehr mit Joel wie Hallo und Tschüss, oder? Oder gab's da irgendeinen Vorfall, von dem ich hier nichts weiß? Ganz ruhig, Freunde. So, ich will erstmal hier drüben bei den Tischgruppen hier gucken. Aber ich glaube nicht, dass hier draußen was liegt. Die haben ja bestimmt nichts liegen lassen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Satz vorhin zu Ende gesprochen hatte. Jedenfalls mal gucken, ob Trovo eine ernstzunehmende Alternative für Twitch wird. Wenn sie sich gut machen, wahrscheinlich auf jeden Fall. Shia, ne? Mhm. Neuer. Und Snowboards. Können die fahren? Also Ellie, Joel und Tommy? Ich kann's ja nicht. Habt ihr da draußen geschossen? Nur ein paar Versprengte. Ellie hat mein Visier ausprobiert. Und, wie war's? Ja, war ganz gut. Oh. Du bist wohl nicht dazu gekommen, die Seiten zu wechseln. Hätte ich das machen sollen? Ja, du... Wir besorgen dir neue. Da unten ist ein Musikladen. Die haben bestimmt Gitarren. Ich meine, es wird doch sowieso mal Zeit, sich da umzusehen. Ich halte Wache. Was meinst du? Klar. Ja, es wird Zeit. Willst du wirklich nicht mit? Geh schon los. Erwartet. Ja, aber vorher würde ich mich gerne hier umsehen. Hey, was macht der Savage Starlight hier? Ich glaube, der gehört Joel. Okay, die Comics aus dem ersten Teil, glaube ich, ne? Daniela und Captain Ryan wurden in die Arena geworfen, wo sie unter den hungrigen Augen der Reisenden um ihr Leben kämpfen müssen. Wird sie ihre Gefühle vor den Captain beiseite schieben, um für ihr eigenes Überleben zu kämpfen? Ah ja.
riecht nicht schlecht. Naja, bei dem Topf. Ich weiß jetzt nicht, ob ich daraus unbedingt was essen möchte. Aber gut. Ist der Posten plötzlich interessant? Ich will nur sicher gehen, dass ich alles habe. Genau, Joel. Ich will mich hier erstmal umschauen. So wie ich das immer mache, wenn ich The Last of Us spiele. Weil nehme ich mir eine Flasche Alkohol mit. Als 14-Jährige. Oder so. Ja. Klingt schön. Ach Joel, jetzt warte doch mal ab. Mein Gott, du weißt ganz genau, wie wichtig es ist, niemals ohne Vorräte hier wegzugehen, ne? Müsstest du eigentlich inzwischen gelernt haben. Also lass mich hier suchen, ne? Danke. Ja. Mein Gott, ist das ein Drängler, ey. So, kann ich hier irgendwas machen mit Ellie? Ich kann mir auf jeden Fall einen Molotow herstellen, das ist schon mal nice. So, ein bisschen Muni habe ich auch mitgenommen. Hier liegt noch was davon. Ach, das ist das Kontrollbuch hier. Alles klar. Couch aller Posten. Ich setze mich ans Feuer, leg die Füße hoch. Magie. Was? 22. September, Joel, Tommy. Alles okay, inzwischen kann ich Farmer in the Duel auf der Gitarre spielen. Wenn ich mir das schon anhören muss, kann ich auch mitmachen. Joel. Okay. Gut, so Joel, jetzt können wir tatsächlich gehen. Okay, gehen wir. Okay, komm mit, Kleine. Also, haben Tommy und du was gesehen, als ihr unterwegs wart? Nur die paar, die wir vorher gesehen hatten. Und du? Naja, zwei Runner in einem Haus. Jesse meinte, du kommst echt gut klar bei diesen Gruppenpatrouillen. Er meinte, er würde dich für Paarpatrouillen empfehlen. Ich glaube, du bist noch etwas jung dafür. Ich bin eine bessere Schützin als fast alle anderen. Und ich habe mehr Erfahrung als die meisten neuen Rekruten, die... Hör mal, wenn du meinst, dass du bereit bist, glaube ich dir. Okay, danke. Aber tu mir einen Gefallen und nimm erstmal die kürzeren Routen. Du weißt schon. Um zu sehen, wie du klarkommst. Okay. Ja, gut. Weißt du noch, diese Savage Starlight Comics, die du so magst? Ja. Tommy und ich haben welche gefunden, als wir neulich in der Schule waren. Haben sie dir gefallen? Oh, naja, die sind nicht wirklich meins. Dr. Daniela Starr ist ziemlich... Sie ist knallhart. Was sie in dem Kampf mit Captain Ryan anstellt. Wow. Ja, ich meine, er hat es schon verdient. Aber cooler Twist, wie sie entkommen sind. Du bist witzig. Ja, was ich sagen sollte, Ellie hat natürlich mehr Erfahrung wahrscheinlich. Und dadurch, dass sie im ersten Teil die ganze Zeit mit Joel unterwegs war. Schimmer, pass auf dich auf. Da ist der Musikladen. Ja, ich sehe ihn. Gibt's hier noch Sachen?
Wahrscheinlich nicht, ne? Brauchst du Hilfe? Hab schon. Hier können wir nicht lang, oder? Was? Oh! Verdammt! Da konnte man sonst drüber schwimmen. Okay, und was jetzt? Naja, wenn du willst, könnten wir durchs Hotel gehen. Okay, gern. Ah ja, ich muss da sowieso rein, okay. Ich glaube, ich habe da hinten tatsächlich auch schon einen Eingang gesehen. Sein. Glaubst du, du passt da rein? Versuchen kann ich's. Vorsicht. Yep. Na gut, dass Ellie so klein ist, ne? Ich bin durch. Moment. Okay. So, ich würde sagen, wir lassen dann auch erstmal Joel rein, ne? Ich suche. Na komm, wir lassen ihn erstmal rein. Dürften uns hier irgendwelche Infizierten angreifen. Ist es zu zweit vielleicht doch besser. Na hallo. Howdy. Beeindruckt? Nee, du bist einfach zu dünn. Du musst mehr essen. Ach, gern geschehen. Ja, Joel, das war jetzt nix, ne? So, noch ein Medikit. Also, wenn ich hier Sachen einsammeln kann, dann habe ich so das Gefühl, dass uns hier tatsächlich Kämpfe erwarten. Ich glaube, da geht es durch, aber hier sind Spuren. Setz die Maske auf. Muss das sein? Wir sind's doch nur. Was, wenn wir jemanden begegnen? Okay, gut. Wir müssen das klug angehen. Wenn du aufhörst, die Maske zu tragen, irgendwann einen Fehler machen, wenn es gar nicht passt. Ich mache keine Fehler. Du hast es niemandem sonst erzählt, oder? Nicht Jesse oder Dina oder... Natürlich nicht. Okay, gut. Ja gut, da hat Joel allerdings recht, ne? Weil ich denke mal, es gibt genügend, die Interesse an Ellie hätten, wenn sie wüssten, dass sie immun ist. Nur auf den Straßen. Fühlt sich an wie ein Versäumnis. Vielleicht. Und das wahrscheinlich nicht nur um ein Heilmittel herzustellen, sondern für andere Forschungszwecke. So, ein Medikit habe ich eingesammelt, dann mache ich mir mal vorsichtshalber noch einen Molly. Man kann ja nie wissen. Hey Joel. So, eine Nahkampfwaffe.